Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Die Botschaft der Engel am 8. Februar 2019. Heute haben wir etwas zum Sagen. Das ist zwar ein Theaterstück, aber es ist auch die Öffentlichkeit und einige Menschen hören zu. Und wir haben dieses Recht, etwas zum Vermitteln. Wir sollen jetzt diese Chance nutzen, nicht davonlaufen, auch nicht unterordnen und immer Ja und Amen sagen am Allen, sondern wir können gerade andere überzeugen von etwas, weil die sind einige Menschen, wo Interesse zeigen, wo auch zuhören und wir können das vortragen, so wie dieses Theaterstück hier auch zeigt in diesem Bild. Hier handelt es sich um Selbstdarstellung, hier handelt es sich auch um die Wahrheit und hier handelt es sich um Kommunikation. Wie könnt ihr euren Ideen umsetzen im Tat? Das ist wie einen heiligen Tempel. Das kann auch die inneren Tempel bedeuten und das erleben wir bei einer Meditation. Weil bei diesem Rückzug, bei einer meditativen Haltung, kommen wir in Verbindung zu unserer Seele, zu unserer Intuition und Inspiration. Und wenn wir das verspüren, verspüren wir auch diese göttliche Funke in uns, diese göttliche Feuer. Und diese göttliche Feuer hat eine reinigende Wirkung, hat auch eine Heilwirkung. In die Liebepartnerschaft kommt mehr Annäherung und dieser Baum symbolisiert die Stabilität, weil ein Baum ist verwurzelt. Das hat auch Halt und das brauchen wir gerade, auch die Männer, aber auch wir Frauen. Und dieser Baum zeigt auch die Rückenstärkung. Da kann man schön anlehnen. Und das erleben wir gerade in die Liebepartnerschaft. Nicht nur in die Liebepartnerschaft kommt Harmonie, sondern auch in familiären Verbindungen. Hier kommen auch klärende Gespräche, etwas wird bereinigt, in Harmonie gebracht und diese Karte vertritt auch die Gerechtigkeit. Die heutige Engel nach Kabbala ist Engel Vasariak und hat den Zahl 32. Engel Vasariak ist Engel der Gerechte, Engel der Gerechtigkeit. Hilft, dass wir gerechte Urteile bekommen. Hilft bei Richter, Anwälte, eine gerechte Urteil auszusprechen. Hilft uns, schlechte Eigenschaften zu bekämpfen. Beschützt uns vor Lügen, Betrügern, auch von Menschen, die uns schaden wollen. Hilft uns, einen aufrechten Leben zu führen. Hilft uns, lebenswürdig zu sein, freundlich zu sein und dass wir das auch bekommen. Stärkt unser Gedächtnis. Hilft uns bei Reden. Befreit uns von Schuldgefühl. Engel Vasariak steht in Verbindung zum Mond. Und Mond hat einen Einfluss auf unserem Unbewussten, unserem Gefühlen. Engel Vasariak steht mit Erde auch in Verbindung und das bedeutet, die Realität zu leben. Sicherheit, Stabilität, Bodenständigkeit bedeutet auch unserem Natur. Engel Vasariak steht auch mit Tierkreiszeichen Krebs in Verbindung und Krebs symbolisiert auch die Familie. Aber nicht nur die Familie symbolisiert Krebs, sondern dieser Rückzug, einen inneren
Tempel aufbauen, ein Ort für unsere Seele. Über Engel Vasariach herrscht Erzengel Zadkiel. Erzengel Zadkiel vertritt die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. Alles, was wir in uns Ursache setzen, das kehrt auf uns immer zurück. Erzengel Zadkiel ist auch die Engel, die Freiheit, die Güte und Barmherzigkeit und ist Engel der Erinnerungen. Erzengel Zadkiel hütet den siebten Strahl des Lichtes, den violetten Flamme, und das symbolisiert Wandlung, symbolisiert Veränderung. Und das war mein heutigen Engelbotschaft. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Seid ihr herzlich willkommen bei diesem kurzen Video, wo ich euch informieren möchte. Ich habe ein super tolles Angebot für euch und dieses Angebot ist gratis. Ihr braucht euch auch nichts verpflichtet fühlen für etwas. Das Thema ist Dualseelen, Dualseelenprozesse. Das, was ich wahrnehme in Praxis, dass viele von euch in diesem Dualseelenprozess drin steckt und ihr weiß nicht, wie das weitergehen soll. Warum ist es so? Das ist mal die erste Frage. Wie kommt ihr davon los? Oder hat es überhaupt einen Sinn in dieser Beziehung bleiben? Was sagt das alles aus? Und dafür habe ich ein Einführungsvideo gemacht, Einführungsvideo zum Verstehen, was das überhaupt ist, duale Seelen und was sagt es auch. Und diese Video werde ich nicht veröffentlichen. Das ist nicht für jede da, das ist nicht für jede geeignet, sondern wirklich für diejenigen, die in diesem Prozess drin sind, wo das wirklich interessiert oder möchten sich etwas verbessern. Und ich bitte euch, wenn ihr in diesem Dualseelenprozess drin seid oder interessiert euch dieses Thema, dann schreibt mir bitte ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratung oder Beratungsvideo jetzt in dem Sinne nichts zu tun. Diese Video ist wirklich kostenlos. Und ich möchte aber nur für diejenigen zugänglich machen, wo da wirklich ernsthafte Interesse zeigen. Und ich freue mich, wenn die Interesse besteht und ihr bekommt dann die Zugangsdaten, ihr bekommt den Link dazu und könnt ihr diese Einführungsvideo, diese Erklärungsvideo dann anschauen. Und damit möchte ich euch weiterhelfen. Ich bedanke mich für die Interesse, ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.